Wie gesagt, Sami Zayn gegen Chris Benoit haben wir beim letzten Mal gesehen. Bei der letzten FCW-Ausgabe. Deswegen werden wir das mal eben vierecken. was sagt denn WWE.com? Gefährliche Attacke. Chris Benoit hat einen brutalen Angriff auf Sami Zayn, den Champion, ausgeführt. Oh oh. Hoffentlich ist Sami Zayn nicht verletzt. So, und dieses Rivalitätsmatch zwischen Hulk Hogan und Stone Cold werden wir uns auch angucken. Ebenfalls ein Submission-Match. Dies aber natürlich wieder auf schnell. Starte mal dieses Match. Okay, ich bin gespannt, wie das ausgehen wird. Beide haben keine Submissions als Finisher oder Signature-Moves. Deswegen weiß man nicht, womit dieses Match enden wird. Hulk Hogan, wie gesagt, der aktuelle World Champ, der Franz Zock Wrestling Champion und Stone Cold, der Nummer 1 Herausforderer. Und passiert das gleiche wie bei uns? Das kann doch nicht sein, oder? Natürlich kann das sein! Aus dem Hinterhalt greift er ebenfalls Hulk Hogan ran. Stone Cold. Dieser Bastard. So, los geht's. Stone Cold jetzt wahrscheinlich mit einem Finisher im Voraus. Den konnte der 100 Pro. Nein. Also es geht wieder darum, den Gegner via Submission zur Aufgabe zu bringen. Und wir sind gespannt. Oh, oh! Da kommt schon der erste Stunner. Wahrscheinlich würde es mit dem Cover jetzt schon vorbei sein. Aber nein, hier muss ein Tap-Out zum Sieg führen. In dieser Match-Art. Okay. Stone Cold versucht hier was, aber nein. Hulk Hogan kontert. Zeigt dir Punches, Kicks und so weiter. In den Front Face Lock von Stone Cold. Gibt's den Gutbuster. Ja, dieser wird durchgezogen. Versucht das Submission wahrscheinlich. Ebenfalls gekontert von Hulk Hogan. Die Punch-Combo sitzt nicht. Dafür aber der Running DDT. Ein wahres Konter-Battle hier. Einen Drop Toe Hold. Der Flying Neck Drop. Quatsch. Der Flying Elbow. Ebenfalls. Daneben. Da gibt es was auf die Schulter. Ho! Der Boot! Der Big Boot! Von Hulk Hogan. Der ja schon zum Sieg führte. Beim Match Hulk Hogan gegen Sting. So, jetzt bin ich mal gespannt, was sie draußen vorhaben. Match. Und jetzt ist draußen fortführen, da gibt es den Running Bulldog auf die Ringtreppe. Das ist doch kein Hardcore-Match. Oh oh, Full Nelson. Ist das der Sieg für Stone Cold? Wenn wir bedenken, nein. Ich wollte sagen, wenn wir bedenken, dass Hulk Hogan schon einen Stunner abgekriegt hat. Aber er kann sich daraus auch nochmal befreien. Er sagt sich so noch nicht, mein Freund, so noch nicht. So, geht's wieder zurück in den Ring, oder was? Nein, erstmal zur Ringabsperrung. Aber Stone Cold hat was dagegen. Headlock. Ein Punch auf den Kopf. Wristlock. In. Nein, Atomic Drop. Oder sowas. Was wird das jetzt? Ich sehe nichts, schade. Tolle Kameraperspektive, ja, ja. Und es geht zurück in den Ring. Mal gucken. Da stolpert er aber vorher erst nochmal. Der gute Hulk Hogan. Na. Wird das ein Stunner? Ja, erneut zeigt er den Stunner. Aber jetzt muss er ihn noch zurück in den Ring. Jetzt muss er ihn noch zurück in den Ring schicken. Das kann doch noch nicht vorbei sein. Er muss im Ring ihn zur Aufgabe bringen. Das. Wäre das der Tap-Out? Nein. Hulk Hogan kommt erneut raus. Oh, in den Hip-Toss auf die Stahltreppe. Und die beiden haben noch nicht genug. Liefern sich hier einen Schlagabtausch ab. Wieder zur Ringabsperrung. Und Hulk Hogan ist busted open. Blutet nun. Am Kopf. Und Stone Cold will wieder die Kämme Klatsch oder ähnliches zeigen. Zeigt aber jetzt einen Back Body Drop an den laufenden Hulk Hogan.
der jetzt ebenfalls eine Aktion durchgeführt bekommt und gekontert wird. Gekontert, 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 ne? Kennen wir schon. So. Geht zurück in die Ringabsperrung. Oder was haben die beiden vor? Langsam müssten sie mal zurück in den Ring, wie gesagt. Der Chicken Wing. Und Hulk Hogan. Elbow Drop. Na, geht in den Ring, komm. Geht in den Ring. Erfolgt der Whip-In von Stone Cold. So. Der macht sich hier bereit für den Stunner. Kann er ihn zum dritten Mal zeigen. Jawohl. Jetzt wird nur noch eine Submission. Ein Headlock. Oder ein Cobra Clutch. Oder ein Full Nelson. Irgendwas. Oder ein Camel Clutch. Aber überraschenderweise zeigt Hulk Hogan kein Schaden. Hulk Hogan. Hulk Hogan. Hulk Hogan. Whip him zum Turnbuckle. Nein, in die Seile. Der Gut Kick. Der Gut Kick jetzt von Stone Cold. Was hat Stone Cold hier vor? Oh oh. Er zeigt den Abdominal Stretch und ich glaube, es ist gleich vorbei. Kann der Number One Contender den FCW Champion besiegen? Oh oh. Nein. Hulk Hogan schafft es nochmal, da rauszukommen. Hulk Hogan schafft es. Will ihn jetzt pinnen oder was? Nein. Waistlock. Wristlock. Belly to belly. Was ein spannendes Match. Keiner von den beiden will aufgeben. Jetzt kommt der berühmte Elbow Drop von Stone Cold und hat wahrscheinlich jetzt erneut einen Stone Cold. Quatsch, einen Stone Cold Stunner im Gepäck. Aber Hulk Hogan sagt sich's. Noch nicht, mein Freund. Noch nicht. Es gibt einen Grund, warum ich FCW Champion bin. Und beweist es hier in jedem Match. Da kommt der Boot. Zeigt den Dropper. Nein, der Camel Clutch. Gewinnt der FCW Champion erneut. Schafft er es. Schafft er es. Muss Stone Cold tappen. Nein. Dieser bleibt hartnäckig. Am Leben, wenn man so will. Und zeigt jetzt den Wake-Up-Turn. Der Wake-Up-Turn. Sehen wir jetzt den vierten Stunner. Ja! Komm! Stone Cold. Den Fan-Favoriten Hulk Hogan am fertig machen. Aber der zeigt immer noch Abwehr und will sich nicht zur Aufgabe bringen lassen. Diese Submission-Matches sind ganz schön langwierig, muss man sagen. Gut Kick. Oder Knee to the Gut. Erneut der Boot! Es fehlt nur noch der Leg Drop. Den haben wir noch gar nicht hier im Let's Play gesehen. Es fehlt nur dieser Leg Drop. Dieser eine Leg Drop, der wahrscheinlich zum Sieg verhelfen würde. Wo man dann nur noch eine Submission-Aktion hinterher zeigen müsste. Oh, der Punch ins Gesicht. So. Was macht Hulk Hogan jetzt? Konnte gerade den Big Boot zeigen. Zeigt aber jetzt Snapman Takedown. Das Win ist Submission 9. Geht weiter auf den Kopf. Und auch Stone Cold blutet jetzt im Gesicht. Auf der Stirn. Forehead. Ich glaube, Hulk Hogan wollte erneut den Big Boot zeigen. Jetzt gibt es den Knee to the Face. Stone Cold positioniert hier den Immortal One. Um erneut seinen Elbow Drop zu zeigen. Die Angry Stomps. Wie viele Finisher hat er im Gepäck? Man weiß nicht. 2, 3, 4, 9, 20. Erneut kommt der Stunner. Der fünfte dieses Mal. Komm, du musst nur noch einen Camel Clutch zeigen oder sowas. Komm schon. Komm schon. Einmal A lange drücken. Quatsch, X lange drücken. Den Back Suplex. Komm. Nein. Erneut kontert Hulk Hogan. Was ein spannendes Match hier bei FCW im Main Event. Bulldog. Und ziemlich ausgeglichen sogar. Nur eine Submission-Aktion fehlt. Auf das richtige Körperteil. Erneut der Ansatz zum Stunner. Oh oh. Oh oh. Jawoll. Hör auf ihn zu ziehen. Ja. Das gibt's doch nicht. Erneut kontert er. Running DDT. Das muss es doch langsam sein. Komm.
Zeigt einen Headlock, irgendwas, ein Sleeper oder sonstiges. Running DDT zum zweiten Mal hintereinander. Auch so ein Code. Will sich noch nicht geschlagen geben. Oh oh. Oh oh. Er fällt hier fast von alleine umgefallen. Nun zeig doch mal eine Submission-Aktion. Erneuter Boot. Erneuter Boot. Der Camel Clutch. Ich glaube, wir wissen jetzt, wer dieses Match gewinnen wird. Stone Cold, der Nummer 1 Herausforderer, muss tappen. Und der FCW Champion gewinnt erneut. Leute, Leute, was ein spannendes Match hier. Was ein spannendes Match. Oh mein Gott. Da sehen wir nochmal Highlights, die werde ich aber mal überspringen. Ganz schön langes Match für schnelles Match-Erlebnis. Und wir haben immer noch kein einziges Mal den Hogan Leg Drop gesehen. Spart er sich diesen eventuell für ein Pay-Per-View auf? Man weiß es nicht. Aber kommen wir zur nächsten FCW-Ausgabe, Franz Zock Wrestling. Es ist nicht mehr lang bis Over the Limit. Eine Ausgabe fehlt noch, soweit ich mich soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Liege ich richtig? Ja, eine Ausgabe fehlt noch. Eine Ausgabe noch. So.